Ey, was sagt wie jetzt? Kommt der Knassi-Rap, Ballermies, depressiv, ja, du weißt, das ist echt. Irgendwann hat's dich, dann kriegst du Essstörungen, Schlafstörungen und dann musst du erstmal kämpfen, weißt du? Keiner kann mir was erzählen, die Geschichten, die man hört, hab ich alles schon erlebt. Ja, eins führte zum anderen. Ich hab dann mit zwei weiteren Jungs diesen Überfall gestartet. Und jeder Tag tut so weh. Natürlich kommt man klar, denkt am Zuhause, ohne Pause. Manchmal bin ich kurz vor heulen, wenn ich die Bilder anschaue. Kopf ist gefickt, hol Gillette, heide, ciao. Doch am Sonntag krieg ich gute Laune, weil da kommt Kakao. Die Leute sind hier nicht ohne Grund. Das sind halt, so schlimm ist auch, so scheiße ist auch, das sind halt Verbrecher. Doch dann hör ich diesen Schlüssel, mein Leben ist ein Fluch. Ich bin Noah und Typen, die aussehen wie ich, werden eher verdächtigt, Scheiße zu bauen, Straftaten zu begehen, als ich sag jetzt mal Bio-Deutsche. Es gibt in vielen Köpfen das Bild vom jungen, kriminellen Ausländer. Dass junge Männer mit Migrationshintergrund krimineller sind als die ohne, stimmt. Und die Gründe dafür werden immer wieder diskutiert. Aber anstatt diese Debatte wieder zu starten, will ich einfach mal die kennenlernen, über die so gerne geredet wird. Was sind das für Typen? Wie sind sie auf die schiefe Bahn geraten? Und die Typen, die ich suche, finde ich genau an dem Ort, wo niemand landen will und wo ich jetzt meine nächsten drei Nächte verbringen werde. Im Jugendknast. Und ja, ich weiß, heikles Thema habe ich mir ausgesucht. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Habe ich. Sind Sie im Besitz von Waffen oder Drogen? Nein. Nein, dann kommen Sie bitte rein. Ich will nicht der Schwarzkopf sein, der rechten Arschlöchern ihr Weltbild bestätigt. So, guten Tag. Guten Tag. Mal die Tasche ablegen. Ja. Ich will aber auch nicht aus dieser Sorge ein reales Problem relativieren. Einmal pusten. Okay. 0,00. 55% der Häftlinge in der JVA Rockenberg in Hessen haben ausländische Wurzeln. Mit oder ohne deutschen Pass. Ist prozentual gesehen ziemlich viel. In Summe sind es 89 von 145 Gefangenen. Waren Sie schon mal in Haft? Nein. Nein. Ich habe einen Zugang. Guten Tag. Guten Tag. Maruska? Hallo, Sari. Das ist der Zugang. Das ist der Zugang, cool. Ja. Was haben Sie für Schuhgröße? 42. Ja? So, einmal bitte komplett umziehen. So, alles ausziehen? Alles ausziehen. Schon irgendwie ein bisschen entwürdigend, finde ich. Wach auf, denn das hier ist das echte Leben. Wie kann man stolz über Drogen und Gefängnis reden? Wir sind verflucht und handeln aus Verzweiflung. Mit meinem Blut vertrete ich meine Meinung. Wir werden auseinandergerissen und aufgeteilt. Und dann gleich meine erste Frage. Wie viele Leute, die hier reinkommen, wehren sich dagegen, dass sich hier... Ganz selten, ganz wenig. Ja? Ja. Aber man kann ja auch nichts machen, oder? Nö. In dem Sack ist mein Knast-Starter-Pack. In einer Zelle darf ich aus rechtlichen Gründen nicht pennen. Ich krieg eine Art Gästezimmer. Es fällt mir nachts schwer, meine Augen zuzumachen. Hier sind die Leute... Was ich so für Zeug hab. Anfangs finde ich das hier noch alles ziemlich lustig, aber glaub mir, wird sich noch am Abend ändern. Hier sitzen Typen von 14 bis 22 ihre Strafe ab. Ihre Resozialisierung ist im Jugendknast besonders wichtig. Vom Dieb bis zum Mörder, alles dabei. Und kaum angekommen, denken viele, ich bin der Neue. Ernsthaft? Ja, sieht aus wie ein Häftling, oder wie? Ja, so ein bisschen schwarze Haare, glaube ich. Wir haben schon ein paar gesagt, so lass mal den gleich hier. Ohne die Maske darf ich die Häftlinge nicht filmen. Die Jungs sollen nicht für immer als Knackis gebrandmarkt sein. Ich habe Monate gebraucht, um endlich in einem Jugendknast drehen zu dürfen. Es ist ein Riesenaufwand für das Gefängnis, ein Vollzugsbeamter ist ständig dabei. Im Durchschnitt 10 Stunden am Tag verbringt man hier in der Zelle. Serkan ist 20, wie ich. Sein Zuhause, Zelle 213. Er ist Türke und sitzt wegen schweren Raubes 3 Jahre. Ich habe mich dran gewöhnt, ich sitze ja schon länger. Und man kommt durch, wenn nicht trainiert. Bisschen Training, bisschen Musik, Fernsehablenkung. Aber sonst macht man eigentlich jeden Abend dasselbe, oder wie? Buch lesen, ich habe hier das Buch vom das? Propheten gelesen. Die Geschichte von Propheten Mohammed. Die habe ich jetzt so ein bisschen Seite 72. Das ist eine Ablenkung einfach. Hast du erst hier angefangen, sowas zu lesen? Oder? Ganz ehrlich, draußen, schulisch war ich eh nie wirklich dabei, also deswegen habe ich erst wirklich, kann man sagen, hier angefangen zu lesen. Was finde ich, hast du Schule abgeschlossen? Was hast du gemacht? Nee, ich habe keinen Schulabschluss. Ich habe abgebrochen in der 8. Klasse. Lustigerweise gibt es irgendwie so eine Statistik, die ich gelesen habe, so Schulschwänzen ist so Einstieg in die Kriminalität, weißt du? Ist so. Weil ich habe draußen rumgelungert, statt in die Schule zu gehen. Was hast du immer so gemacht? Alles Mögliche. Gekifft, rumgelungert, lieber mit Mädels draußen gechillt, die auch nichts zu tun hatten, die auch geschwänzt haben, die auch so wie ich waren, sag ich mal. Ja. Und wie viele Schulen hast du da gewechselt?
Wenn ich ehrlich bin, müssen es 3 Schulen gewesen sein. Ja. Seit nach der weiterführenden Schule waren es 3 Schulen, wo ich dann rausgeflogen bin. Serkan ist in einer Brennpunktstadt aufgewachsen. Ohne Vater und mit den falschen Freunden, erzählt er mir. Unzähligen Straftaten wurde ich eingeladen von Jungs. Ich kann mich an so viele Geschichten erzählen, wo die von Tausenden von Euros erzählt haben, wo die gesagt haben, Bruder, du kriegst da die Millionen und so, wo ich mich nie drauf eingelassen habe. Aber irgendwann bist du so tief, wie gesagt, drin, dass du dann automatisch irgendwie dann auch... Was war dann so das Erste, was du dann einfach mitgemacht hast, wo du dich jetzt nicht so zurückgezogen hast? Boah, die ersten waren bestimmt ganz kleine Diebstähle oder sowas, ja. Also nichts wirklich Großes, so vielleicht mal Zigaretten bei einem Penny oder so. Ja, und wie alt warst du? 15. Irgendwie wollte ich mich immer behaupten und so. Vor wem? Vor mir selbst vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht mindere Selbstwertgefühl, sagt man heutzutage dazu, keine Ahnung. Wir rauchen erstmal eine. Was mit kleinen Dingern angefangen hat, hatte seinen Höhepunkt, als Serkan mit 2 Freunden einen Juwelier ausgeraubt hat. Und ich habe dann einfach mitgemacht, ich weiß nicht. Bis heute kann ich mir nicht erklären, warum ich wirklich warum ich da einfach mitgemacht habe. Er sagt übrigens, dass die Jungs ihn dann verpfiffen haben. Und jetzt droht ihm die Abschiebung in ein Land, das er nur vom Urlaub kennt. Um 21.30 Uhr ist hier Schicht im Schacht. Aber irgendwie nicht ganz. Das ist Alex, einer von den Deutschen hier. Wie lange bleibst du heute noch wach? Nicht so lange, weil ich ja morgen arbeiten muss. So bis 10, 11 Uhr. Was machst du? Ja, pumpen, Musik hören, Fernsehen gucken. Was hast du denn gemacht? Ich versuchte Totschlag. Krass. Mehr fällt mir dazu irgendwie echt nicht ein. Mein erstes Abendessen. Brot und Wurst. Na, mir fehlen halt irgendwie die richtigen Worte. Und das muss man sich mal vorstellen. Du kommst hier rein, keine Ahnung, mit 16, 17. In der Zeit, in der man so viel erleben will, in der man, sag ich jetzt mal, langsam erwachsen wird. Und dann musst du das hier verbringen. Ich meine, gebt euch das mal. Guten Morgen, es ist mein erster Morgen hier in der Anstalt, 5.20 Uhr. Ich habe mir meine Kleidung für heute schon mal zurechtgelegt, habe mir schon dann die Knastendose geholt. Serkan ist in der SOTA, der sozialtherapeutischen Abteilung von Rockenberg. Hier sind die Gefangenen mit sogenannten erhöhten Förderbedarf. Hat meistens mit der Schwere der Straftat oder dem Alter zu tun und heißt mehr Betreuung, eine Art Intensivstation. Um 7 beginnt sein Job. Hier muss jeder Gefangene arbeiten. Serkan macht eine Ausbildung zum Maurer und hat gleich Berufsschule. Mich gefällt und ich hasse, dass die Decke da drin geschwemmt wird. Bist du so pingelig? Ja, auf jeden Fall. Wir gehen zur Knastmauerei. Wie lange machst du jetzt schon die Ausbildung hier? Knapp ein Jahr. 10 Monate müsste es hier sein. Ja. Taugt dir? Nochmal? Taugt es dir? Käse. Okay, so. Vergesse mal, das sagen die Leute nur in Bayern. Taugt dir? Sagt hier niemand, oder? Nee. Was heißt das? Beschäftigt. Ihr habt keine Ahnung, wie oft ich das gefragt wurde. Und nicht nur von Gefangenen. Ich bin halb Kurde, halb Türke. Du? Ja, mehr denn? Izmir, ja. Izmir? Ne zaman en son gittin? Ja? En son ne zaman gittin? Ja. Klischee, weißt du? Du kommst rein und die sehen dich auch mit dem... Die stehen dir auf die Klasse, und du siehst aus wie so knackig. Ja, hab ich schon vorhin. Sieht nicht mal aufgesetzt aus, weißt du? Was glaubst du, warum sind hier so viele Schwarzköpfe? Warum? Was ich glaube? Ich glaube, sie kommen aus Brennpunkten, weißt du? Das ist so mein Ding, die meisten wohnen in Brennpunkten. Glaubst du, wenn du in so einem mehr deutschen Viertel aufgewachsen wärst, das anders gelaufen wäre bei dir? Könnte sein, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man sucht sich ja auch seinesgleichen dann. Ja. Also hast du dann eher mit Leuten, mit anderen Türken oder so gehangen dann? Wo ich drauf draußen war, habe ich mehr zum größten Teil mit Kurden, mit Türken, ja. Eigentlich, ja. Wieso? Ich habe mich mit den Jungs gut verstanden. Wir haben die gleiche Kultur, wir haben die gleiche Sprache. Wir hatten auch gleiche Interessen auch eigentlich. Serkans Arbeitsplatz. Hier wird den Jungs das geboten, was ihnen draußen so oft gefehlt hat. Struktur und Perspektive.
Hattest du das Gefühl, dass du nicht richtig angekommen bist? Also ich hatte schon so Momente, wo man auch gemerkt hat und wo man auch dann wusste, dass man nicht dazugehört, weil es auch einem auch mal klar gemacht wird, auch ja. In der Schule oder so, dass der Lehrer dir einfach mal sagt, scheiß Ausländer, gab es auch schon. Die hat ein Lehrer mal gesagt, du scheiß Ausländer? Naja. Damals, in der 6. Klasse. Das war der Grund, warum ich aus der Schule geflogen bin. Wieso? Was hast du da versucht hab, weil ich dann den Stuhl auf ihn geschmissen hatte, weißt du? Der hat gesagt, du scheiß Ausländer und irgendwas du Stinkstiefel. Und dann bin ich komplett durchgedreht. Die ganze Klasse waren auch wo, weißt du? Ja. Aber ich habe natürlich am heftigsten reagiert, weil er natürlich direkt mich angesprochen hat, weißt du? Typen wie Serkan und ich kriegen oft das Gefühl, dass wir nicht als Deutsche gesehen werden. Wir sind die Ausländer. Ich frage ihn, ob er glaubt, dass er hier gelandet wäre, wenn er nie Rassismus und Ausgrenzung erfahren hätte. Man hätte sich dann mehr angenommen gefühlt, angekommen gefühlt, weißt du? Ja. Vielleicht wäre das einem leichter gefallen, aber ob das dann wirklich geholfen hätte, weiß ich nicht. Weil man kann auch nicht alles auf Herkunft und Rassismus schieben, weil irgendwie muss man sich durchkommen. Eben, wollte ich gerade sagen. Irgendwie musst du durchkommen auch. Und ob du dann auch ein bisschen Rassismus im Leben erlebst. Ja, es gibt Schlimmeres, Leute verhungern in anderen Ländern. Und wir spielen halt ein bisschen Rassismus und Fremdenhass. Ja, und Angst vor anderen Kulturen. Ja. Und damit musst du irgendwann leben und klarkommen, ja. Ist natürlich schade, ganz ehrlich. Es fällt mir ehrlich gesagt ziemlich schwer, alles, was ich höre, richtig einzuordnen. Deswegen quatsche ich mit Lars Brandt. Er ist Sozialpädagoge in der SOTA. Spielt da die Herkunft wirklich eine Rolle für die Kriminalität? Ich würde mal sagen, es spielt grundsätzlich erstmal keine Rolle. Das sind dann im Endeffekt sind es die Chancen, die eröffnet werden, ja, oder die nicht eröffnet werden. Ne? Das ist, ich meine, das ist in der Gesellschaft, das ist zu erkennen, dass es ich sag mal, Ballungsräume gibt, wo dann verschiedene Nationalitäten oder auch Religionszugehörigkeiten, wo die sich konzentrieren. Ja. Und oftmals sind es leider dann auch die Gegenden, wo eine höhere Arbeitslosigkeit vorherrscht, wo eine Perspektivlosigkeit vorherrscht. Ja, und einfach vielleicht auch eine fehlende Integration. Und das ist dann auch nur eine Keimzelle, wo dann eben im Rahmen so einer Perspektivlosigkeit dann noch eben Kriminalität besser gedeihen kann. Der Sozialpädagoge meint, es muss in der Erziehung ein Zusammenspiel zwischen Lehrern und Eltern geben. Es gibt für das Problem natürlich keine einfache Lösung und das fuckt mich ziemlich ab, obwohl es mir klar war. Vor den Kids auf Al-Pagino. Wieso? In meiner Nase war nie Koks. Ich hab nichts damit zu tun, ich töte nur Beats. Das sind Probleme, die auch Martin hatte, einer der vielen Deutschen hier. Er sitzt wegen räuberischer Erpressung und hat ein krasses Drogenproblem. Also losgegangen ist es ziemlich früh bei mir, nach dem Tod von meinem Vater habe ich angefangen. Erst zu rauchen, später habe ich dann Treibgase geschnüffelt, dann kommen illegale Drogen. Ich kriege hier ziemlich oft ähnliche Geschichten zu hören. Ich bin eher von der Schule geflohen. Ja, wieso? Weil ich ziemlich viele Schlägereien und Scheiße an der Schule gebaut habe. Wie wurdest du denn erzogen? Dann von deiner Mutter auch streng oder? Also anfangs, ich hatte ziemlich viele Freiräume, ja, aber auch bei mir, also zu Hause, ich habe auch Schläge bekommen, wenn nicht zu spät oder sonstiges kam. Stress in der Schule, falsche Freunde, Gewalt in der Erziehung und niemand, der einen an die Hand genommen hat. Ich erkenne ziemlich schnell ein Muster, Kriminologen auch. Knastküche. Du machst vorne. Ja, ja. Abid hat seine Kochausbildung beendet und arbeitet hier als Geselle. Ja, das wird hier neu alles gebaut. Wird hier alles neu gemacht. Hier, wir hatten davor einen ganz alten. Das ist ein neuer, den haben wir jetzt seit letzter Woche. Ja. Freust du dich da wirklich so für ein neues Küchenequipment? Ja, weil es macht mehr Spaß, wenn man neue Sachen hat. Zum Beispiel unser Alter, der hat nicht richtig gebacken von der einen Seite. Ja. Und der backt jetzt alles gleichmäßig. Dann war der Kuchen immer an einer Seite höher als auf der anderen. Ja, okay. Ja. Wie lange bist du schon hier? Ich bin in der Küche schon seit 3 Jahren. 3 Jahren? Ja, 3,5. Ja. Und wieso hast du dich dafür entschieden? Ich habe mich am Anfang nicht dafür entschieden. Ach so, du bist einfach reingedrückt. Ja. Ach so. Ja. Und dann hast du deine Leidenschaft drin gefunden? Ja, wie? Nach einem Jahr ungefähr. Ja, ich will dich gar nicht stören, du wolltest ja was machen oder. Ja. Er hatte auch viel Zeit, um seine Leidenschaft zu finden. Mit 16 ist er in den Knast gekommen, jetzt ist er so alt wie ich. Ja. Warum er sitzt? Weil er einen Menschen getötet hat. Also
Also ich habe das Glück, erst mit ihm ein Jahr zusammenzuarbeiten. Ich bin erst seit letztem Jahr hier, da habe ich die Lehrküche übernommen. Ja. Ist einer mit meiner besten Mitarbeiter, ja. Azubis. Ich habe dann auch das Glück gehabt, mit ihm oder ihn zur Abschlussprüfung zu begleiten. Hat er sehr gut gemacht. Er ist halt eher so im Bereich Patisserie, Konditorei, alles was mit süßen Sachen, das ist so eher sein Spezialgebiet. Ich kann nichts Negatives über ihn sagen. Also die Hoffnung, dass man ihn in ein paar Jahren in seiner eigenen Konditorei dann besucht, oder? Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es für ihn, weil das ist seine Welt, da kann er sich voll und ganz ausleben, das macht ihm Spaß doch. Fuck, ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Mörder sympathisch finden würde. Und wenn ich an das Opfer denke, kriege ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Was meinen Sie, könnte man denn machen, um dem entgegenzuwirken, dass eben Leute mit Migrationshintergrund delinquenter sind als die ohne? Also was wir merken ist, dass oftmals eine Fehlentwicklung schon sehr, sehr früh beginnt. Also oftmals schon wirklich in der Schule, in der Grundschule teilweise schon. Also wir haben ganz viele Gefangene, die dann mit 4., 5., 6. Klasse Schulabbrecher sind und seitdem keinen geregelten Lebenswandel mehr nachgegangen sind. Und das ist aber, wie gesagt, das ist jetzt kein Phänomen, was man nur irgendwie jungen Menschen mit Migrationshintergrund nachsagen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen könnte, dass vielleicht, ich sag mal, Deutschstämmige in Anführungsstrichen dann früher aufgefangen werden. Ich glaube, dass man in der Schule schon viel, viel früher was erreichen könnte. Ich denke nicht, dass die Jungs hier wegen ihrer Herkunft kriminell sind. Ich meine, ich bin auch mit einer nahöstlichen Kultur erzogen worden und bin in einem Ausländerviertel groß geworden. Was ist bei uns anders gelaufen? Du hast es schlauer gemacht. Du hast dich interessiert für Schule, du hast dich interessiert für genau nicht dahin zu rutschen und mir war es egal. Wir hatten andere Probleme als du. So. Mir war egal, ob ich in den Knast komme oder nicht. Ja. Wieso war dir das egal? Mir war das egal. Ich sag dir, bis zu meinem Gerichtstermin, wo ich meinen Haftbefehl bekommen habe, habe ich nicht einmal vorher an den Knast gedacht. Ich hatte das Privileg, behütet aufzuwachsen. Meine Eltern wussten, was sie mir vermitteln müssen, und das war nicht das Recht des Stärkeren. Bei Türken kriegst du Backpfeifen, bei den Deutschen kriegst du eine Ansage gemacht. Fetch. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du Backpfeife kriegst, dann baust du eher danach Scheiße. Nein, nicht unbedingt. Wir lernen aber nicht. Die lernen vielleicht draus, und es gibt Leute, die entwickeln dadurch ein bisschen Hass. Ja. Und lassen die Hass auf der Straße raus, sag ich mal. Was kann man da dagegen tun? So muss man für die Integration mehr sorgen? Ja. Muss man dann irgendwie echt schauen, dass man... Mehr fördern die Leute, die hier neu gekommen sind. Mehr unterstützen, und nicht einfach alle mal abstempeln, so wie die sind. Aber man kann es, ich sag mal so, man kann es nie komplett ändern. Es wird immer welche geben, die sowas... Meine letzte Nacht im Knast. Wann denn du denn? Was geht hier an sich so nachts immer ab? Nachts? Ja. Wir sind schon an den Fenstern gequatscht und die Leute, die gucken Fernsehen und quatschen und... Und hören Musik. Und hören Musik, ja. Ja, was war denn so das Lieblingsthema immer? Lieblingsthema? Mhm. Alte Straftaten, würde ich sagen. Ja? Ja, so halt, was man alles so erlebt hat und so, weißt du? Wie oft man auch schon viel früher vielleicht in den Knast hätte kommen können, ja. Weißt du? Ich dachte eher so, was man machen will, wenn man raus ist, weißt du? Ach. Träumen ist nicht so unser Ding, glaube ich. Ja, wir haben auch auf Arbeit, Jungs. Die Jungs, die kommen immer mit neuen Geschichten. Der eine will, heute will er Tätowierer werden, morgen will er Dings werden, Umzugs in der Umzugsfirma arbeiten. Das sind immer so Sachen, über sowas habe ich keinen Bock zu reden, weil... Kannst du da nicht ernst nehmen, oder? Nee, kann ich nicht ernst nehmen. Ich sag's den Leuten auch sowas direkt ins Gesicht. Also dieses, du änderst ja deine Meinung so oft, wie ich meine Unterhosen. Generell, ich bin kein Träumer. Ja, wieso nicht? Ich träume gerne, Mann. Ja, beim Schlafen, ja. Nee, aber so. Realist, würde ich sagen. Ich bin Realist. Ich bleib realistisch. Man hat immer eine Chance auf eine gute Zukunft. Ja. Ja. Ciao. Aber man sollte nicht so viel träumen, würde ich sagen. Manche brauchen das. Weißt du, so kommst du auch ein bisschen aus diesem Alltag raus. Geh zur Seite mit deinem Kleingeld. Ich lebe in einer Scheinwelt und du in einer Scheinwelt. Wen hatten die überhaupt? Wie lange läuft denn so ein Ding? Bruder, als Fazit. Als Fazit würdest du sagen, auf jeden Fall ekelhaft, oder? Ja, Knast ist verdammt ekelhaft. Weil ich mich mit Serkan und den anderen Jungs so gut verstehe, vergesse ich manchmal, warum sie eigentlich hier sind. Weil sie Scheiße gebaut haben und fast immer hat ein anderer Mensch darunter gelitten. Ihm und den anderen wünsche ich trotzdem einfach nur, dass sie schaffen, wenn sie raus sind. Mehr als die Hälfte der Jungs in Rockenberg werden rückfällig. So wie ich Serkan aber erlebt habe, kann ich mir gut vorstellen, dass das packt. Mach's gut, Mann. Alles Gute. Ja. Ich kann nicht wiederkommen, gell? Ich versuch's. Mach's gut. Weißt du, bevor ich reingekommen bin, dachte ich mir so, ja, ich will nicht dann, wenn ich rausgehe, sagen, boah, ich bin so froh, wieder draußen zu sein, weil ich mir dachte, wenn du hier 3 Tage bist, dann kannst du das überhaupt nicht nachempfinden. Ich bin aber verdammt froh, hier raus zu sein.
Straße sind kalt, Gangster als Vorbild bereit auf Gewalt. Der Hase erknallt, Kopf ist gefickt, jeder sagt Bruder, davon seh ich nichts. Der eine im Bau, der andere verkauft, es sind Baba-Zeiten, im Bass hört es auf.